Hallo meine lieben Tinkies, ihr habt euch ein neues Energy-System gekauft und wollt jetzt wissen, wie ihr das Ganze einrichtet. Ich nehme euch mit durch den ganzen Prozess. Also, hallo nochmal. Ich bin Arne und zeige euch heute einmal, wie ihr eure verschiedenen Energy-Produkte einrichten könnt. Wie ihr schon vor mir seht, es gibt ja viele verschiedene Produkte von Energy in dem Bereich Smart Home. Aber das Gute und das vor allem Wichtige ist, dass alle von diesen Produkten im Endeffekt gleich einzurichten sind. Also wir werden euch das nachher exemplarisch an einem Produkt zeigen, aber wenn ihr eine andere Kategorie auswählt, dann geht das für jedes Produkt ziemlich analog. Was wir euch vorher noch zeigen werden, ist, wie man einmal die Smart Home Zentrale einrichtet und aufbaut, damit ihr damit alle Geräte einbinden könnt. Also, als erstes nehmt ihr euch die Smart Home Zentrale. Wichtig zu merken, wir haben hier die Smart Home Zentrale 2.0 bzw. die der zweiten Generation. Innen drin findet ihr alles, was ihr zur Installation braucht. Das wäre nämlich die Zentrale selbst, das passende Stromkabel und auch ein LAN-Kabel, weil ihr diese Bridge nämlich per LAN an euren Router stecken müsst. Nachdem ihr jetzt die Bridge installiert und an euren Router angeschlossen habt, müsst ihr in den App Store eurer Wahl gehen, also den Apple App Store oder den Google Play Store, und dort die passende Energy App herunterladen. Wichtig ist, dass ihr die Energy Smart Home App runterlädt und nicht die Energy Mein Energy App. Das ist ein wichtiger Unterschied und wir haben jetzt schon mal, wie ihr hier seht, auf unserem iPhone die Smart Home App installiert. So, jetzt machen wir also zum ersten Mal zusammen die Smart Home App von Energy auf. Und wir kriegen als erstes ein kleines Herzlich Willkommen und müssen erstmal unsere Bridge suchen, um uns mit der zu verbinden. Wir gehen also weiter auf Los geht's und sehen jetzt, wie unsere Zentrale im lokalen Netzwerk gesucht wird. So, wie wir an der Animation jetzt sehen können, wurde eine Bridge gefunden und wir werden jetzt von der App Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt. Also wenn wir jetzt hier weitergehen, können wir auswählen, ob wir die Zentrale der zweiten Generation oder die ältere Zentrale der ersten Generation haben. Wir haben natürlich die zweite Generation und drücken da jetzt einmal auf Einrichten. Perfekt. So, jetzt wird uns nochmal gesagt, wenn wir weitere Module besitzen, können wir diese jetzt zusammenbauen. Das haben wir aber nicht, deswegen drücken wir erstmal auf Weiter. Jetzt müssen wir erst einmal kurz die Zentrale per LAN-Kabel an den Router anschließen. Das haben wir eben schon vorher gemacht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht es bitte in diesem Schritt. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Also hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt schnell weitergeht. Und warten jetzt. Und jetzt wird nochmal nach der Zentrale gesucht innerhalb des WLAN-Netzwerks. Und wir gucken, dass wir uns mit der Zentrale verbinden. Wenn ihr die Zentrale jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit anschließt, kann es natürlich auch sein, dass die Zentrale jetzt einmal aktualisiert wird, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist aber sehr gut und deswegen drücken wir hier erstmal weiter. Also, um die Zentrale jetzt mit unserem Account zu registrieren, brauchen wir einmal die Seriennummer und die PIN der Bridge. Die findet ihr beide auf der Unterseite. Deswegen ist es insgesamt relativ schlau, in der Nähe der Bridge zu halten, da ihr sie noch ein, zweimal wirklich brauchen werdet. So, ich habe jetzt einmal die Seriennummer und die PIN eingegeben und registriere damit jetzt meine Bridge mit meinem Account. Jetzt werden einfach noch die Einstellungen übernommen. So, jetzt, wir haben schon mal einen Account eingerichtet, deswegen gibt es noch eine Konfiguration bei uns im Internet, die gespeichert ist. Wir drücken jetzt aber ein neues Smart Home einrichten, damit ihr das seht, wie es genau bei euch passieren würde. So, jetzt ist endlich unsere Smart Home Zentrale mit unserem Konto verbunden und wir können uns daran machen, unser Smart Home richtig einzurichten. Wir gehen also auf Weiter und dann müssen wir einmal unseren Standort hier eingeben. Der wird schon mal aufgrund eurer Location ermittelt. Ihr könnt ihn natürlich aber nochmal manuell überarbeiten. Wir geben das Ganze jetzt erstmal mit OK ein und gehen weiter. So, jetzt werden wir gefragt, sind wir in einem Haus oder in einer Wohnung, da das jeweils auch noch Unterschiede hat. Wir sind hier in einer Wohnung unterwegs und geben das einmal kurz an. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Naja, wir sind eine ganze Firma. Ich glaube, 48 kann man nicht angeben, aber wir bleiben einfach mal bei 2. Wie viele Etagen werden bewohnt? Das kommt auch wirklich drauf an, je nachdem, eher ob ihr ein Haus habt, dann werden es vielleicht mehr sein. Sonst bleiben wir hier erstmal bei einer Etage. Und wie viele Quadratmeter bewohnen wir? Ich glaube, das sind hier circa 70. Das ist aber auch, glaube ich, nur ein ungefährer Wert. Und wie ihr unten seht, all diese Angaben sind freiwillig. Das gilt also nur, um das Ganze nochmal weiter zu optimieren, was ihr hier macht. So, die Änderungen sind jetzt gespeichert und die Einrichtung ist abgeschlossen und jetzt können wir gleich die Geräte einbinden. Das ist ja auch das Wichtige und ein wichtiger Punkt, warum ihr hier seid. Wir gehen jetzt aber erstmal auf Fertig, damit ihr den Standardbildschirm seht. Hier haben wir eine kleine Übersicht über Beleuchtung, Klima, Sicherheit, Türen, Fenster, draußen und Energie. Also ihr habt eine sehr gute Übersicht über alles, was in eurem Energy Smart Home passiert. So, jetzt sind wir in der Energy App selbst drin und sehen schon mal hier, dass das Ganze in viele übersichtliche Kategorien unterteilt wurde. Wir haben zum Beispiel Beleuchtung, Klima, Sicherheit, Türen und Fenster, draußen und Energie. Also das teilt sich schon mal relativ klar in die verschiedenen Geräteklassen, die ihr auch kaufen könnt, auf.
Wenn ihr jetzt ein neues Gerät hinzufügen wollt, dann drückt ihr oben rechts auf das kleine Plus und dann auf Gerät hinzufügen. Hier werden schon neue Geräte gesucht, das heißt, wenn ihr viele Geräte habt, beziehungsweise das Ganze zum vielten Mal macht, dann könnt ihr die Anleitung direkt überspringen und euer Gerät nur noch schnell verbinden. Wenn ihr aber mehr Infos wollt und einfach mal sehen wollt, wie das ganze Gerät eingerichtet wird, dann geht ihr am besten hier unten auf Gerät auswählen und könnt dann aus allen Gerätekategorien auswählen. Dafür müsst ihr natürlich wissen, was ihr genau habt. Wir gehen jetzt unter Thermostate und wir wissen, dass wir einen Heizkörperthermostat mit 2 Batterien haben. Das kann man dann sehen, dass da 2 Batterien reinkommen. So könnt ihr aber wissen, wie und was ihr wirklich einrichten wollt. Wir zeigen euch das jetzt einfach mal exemplarisch anhand dieses Heizkörperthermostats. Das Ganze geht aber mehr oder minder analog für die jeweiligen anderen Geräte. Wenn wir jetzt also hier draufklicken, dann haben wir die Option, das Ganze zu kaufen oder es halt auch jetzt hinzuzufügen. Da wir hier schon eins stehen haben, machen wir das auch gleich mal. Das Interessante und sehr Coole ist, dass wir jetzt hier in der App direkt sehen, wie wir das Ganze auch wirklich anbringen können. Das heißt nicht nur, wie wir es in die App einrichten, sondern wie wir das Ganze anbauen. Dieser Schritt ist natürlich für alle verschiedenen Geräte ein bisschen anders, ist ja auch logisch, aber hier seht ihr direkt am Display, was ihr dann auch wirklich machen müsst, um das Ganze in Betrieb zu nehmen. Wir sagen jetzt also erstmal das alte Thermostat abnehmen. Das haben wir getan. Wir legen jetzt einmal kurz eine Batterie hier in dieses wunderschöne Gerät hinein. Jetzt haben wir also schon mal unser altes Thermostat abgenommen und haben eine Batterie in das Thermostat eingelegt, dass es also sich gerade startet und funktionstüchtig wird. Wir können jetzt also einen Schritt weitergehen und sehen, wie wir das Heizkörperthermostat wirklich an der Heizung anbauen werden. Das ist jetzt für euch sehr interessant und je nachdem, was für andere Produkte ihr habt, kriegt ihr hier, wie gesagt, eben die entsprechenden Schritte, um euer Produkt anzubauen. Wir tun also so, als hätten wir das Ganze angebaut und gehen auf Weiter. Und gehen erstmal auf Weiter und das Gerät wird jetzt gesucht. Jetzt wird hier hoffentlich unser neues Thermostat gefunden, das wir dann damit auch in unser Smart Home einbinden können. So, und bei Gerät hinzufügen wird jetzt schon direkt unser Heizkörperthermostat mit 2 Batterien gefunden. Wir drücken jetzt hier also einmal auf Ja und können jetzt noch einmal einen Ort eingeben, an dem wir das ganze Gerät installieren werden. Ich gebe jetzt einfach mal beispielhaft das Bad ein. Ihr könnt aber eine Auswahl aus vielen verschiedenen Sachen machen oder sogar einen eigenen Namen für etwas definieren. Außerdem könnt ihr jetzt dem ganzen Gerät noch einen Namen geben. Das heißt, wenn ihr nicht nur wollt, dass es Heizkörperthermostat heißt, sondern vielleicht Wohnzimmerheizung, Badezimmerheizung, könntet ihr es hier noch umbenennen. Nachdem wir jetzt nochmal OK gedrückt haben, wird das Gerät jetzt final in euer Smart Home eingebunden und ihr könnt es benutzen. Also, wie ihr schon gesehen habt, ist es ziemlich einfach, eure Energy Smart Home Geräte einzurichten. Wir haben euch das Ganze anhand des Thermostats gezeigt, aber möchten auch nochmal wirklich darauf eingehen, dass es mit allen anderen Geräten genauso funktioniert. Der Installationsprozess selbst wird natürlich unterschiedlich sein, ihr kriegt aber jedes Mal in der App tolle Anweisungen und das Ganze funktioniert dementsprechend ziemlich analog. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns das Ganze einfach unten in den Kommentaren schreiben oder geht einfach mal auf unsere Website und kontaktiert gegebenenfalls sogar unseren Kundenservice, der euch bestimmt weiterhelfen kann. Wenn ihr jetzt noch mehr Videos zum Thema Smart Home sehen wollt, dann könnt ihr euch hier mal unsere anderen Videos angucken oder vielleicht sogar da unseren Kanal abonnieren. Wir würden uns super freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sagen damit erstmal Ciao.